Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Blomberg TV. 4 Tage lang stand am vergangenen Wochenende alles im Zeichen des Blomberger Schützenfestes. Eigens zu diesem Anlass hatte sich die Nelkenstadt prächtig herausgeputzt. Da auch das Wetter mit strahlendem Sonnenschein passte, war die Laune der Schützen bestens. Für Begeisterung bei den Blombergern sorgte vor allen Dingen das neue Schützenkönigspaar Wolfgang II. Und Chantal I. Höhepunkte des Wochenendes waren neben den Festakten vor dem Rathaus einmal mehr die Königspolonaisen vom Festzelt zum Marktplatz und wieder zurück. Von einem reibungslosen Ablauf und vielen spannenden Programmpunkten berichtet Schützenoberst Peter Begemann. Ich glaube, wir haben einen guten, den richtigen König bei uns jetzt in Blomberg mit einem ganz hervorragend tollen Hofstaat, den Exzellenzen. Und da kann das Ganze einfach nur klappen. Und auch der neue Schützenkönig Wolfgang Dittrich zeigte sich begeistert von Stimmung und Ambiente. Unbeschreiblich. Also einfach nur genial. Das war gestern schon ein super Tag und ich denke mal, der wird genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Die ganzen Schützen, die ganzen Gäste stehen um den Marktplatz rum, das ist einfach gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Jungschützenkönig Nico Borchelt konnte sein Glück kaum fassen und sprach ebenfalls von unvergesslichen Momenten. Ich wollte es ja schon immer werden und dieses Jahr hatte ich halt Glück, dass ich es halt doch geschafft habe. Da war erst noch am Zweifeln, aber hinterher, wo dann der Peter Begemann gesagt hat, dass ich es bin, traumhaft.